Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, welche Versicherung brauche ich, welche ist für wen relevant. Heute werde ich dir mal die 9 wichtigsten Versicherungen aufzeigen und aufzeigen, für wen die relevant sind und die wichtigsten Eckpunkte der Versicherung ansprechen, die du beachten solltest, wenn du so einen Vertrag abschließt. Ich bin der Thomas von der Lange Lotsheimer Vermögensberatung. Viel Spaß beim Video! Mein Name ist Thomas. Ich bin Vermögensberater in Lange-Lotzheim im schönen Rheinland-Pfalz. Meine Aufgabe ist es, Konzepte zu erstellen für Privat- und Gewerbekunden, die Versicherungsprodukte, die Finanzprodukte, aber auch Finanzierungsprodukte enthalten, wenn es dann notwendig ist. Und zwar, die Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sie wie Zahnräder ineinander greifen. Also nicht der klassische Einproduktberater, sondern eher Strategie-Konzeptberater. Im heutigen Video will ich dir mal 9 wichtige Versicherungen aufzeigen, für wen sie relevant sind und was du bei diesen Versicherungen unter Umständen beachten solltest, damit du keine Fehler bei diesen Versicherungen machst. Ich habe mir hier mal einen kleinen Zettel bereitgelegt und da die Versicherung draufgeschrieben, damit ich jetzt keine vergesse und auch die Reihenfolge ein bisschen einhalte. Wir fangen an mit der allerwichtigsten Versicherung, die auch eine Pflichtversicherung ist. Das ist die Krankenversicherung. Spielt überhaupt keine Rolle, ob du gesetzlich oder privat krankenversichert bist. In Deutschland gibt es ein Gesetz seit dem Jahr 2007, das vorschreibt, dass jeder in Deutschland krankenversichert sein muss. Bist du gesetzlich krankenversichert, hast du die Wahl zwischen allen gesetzlichen Krankenkassen. Die Leistungen dieser Krankenkassen sind bis zu 95%, kann man so sagen, identisch. Das ist im Sozialgesetzbuch festgelegt, welche Leistungen mindestens enthalten sind. Gibt dann so ein paar Giveaways, ein paar Features, die dann noch die Krankenversicherung oben drauf geben. Aber grundsätzlich kannst du wissen, eine gesetzliche Krankenversicherung, die Leistung relativ gleich und jeder muss in Deutschland krankenversichert sein. Bist du Arbeitnehmer, dann zahlst du und der Arbeitgeber die Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung. Bist du arbeitslos, übernimmt das Arbeitsamt die Krankenversicherungsbeiträge. Hast du Kinder oder bist du ein Kind, dann bist du beitragsfrei in der sogenannten Familienversicherung mitversichert. Bist du privat krankenversichert, zahlst du deinen Beitrag je nach Tarif und was du alles in Tarifbausteinen in deiner Krankenversicherung versichert hast. Kinder zahlen in der privaten Krankenversicherung einen eigenen Beitrag. Da gibt es keine Familienversicherung, sobald du privat versichert bist, jede Person ihren eigenen Beitrag. Nochmal zurück zum Thema angestellt, gesetzlich krankenversichert. Worauf man achten sollte, worauf man achten kann, wenn ich gesetzlich krankenversichert bin und auch eine weitere Versicherung habe, die ich gleich noch ansprechen werde, und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung. Es gibt Versicherungsgesellschaften, Krankenversicherungen und private Versicherungsgesellschaften, die haben ein sogenanntes Abkommen, dass wenn aus einer Krankheit eine Berufsunfähigkeit entsteht, dass die untereinander Dokumente und Daten austauschen, um es dir im Leistungsfall bei der Berufsunfähigkeit einfacher zu machen, um nicht alle Unterlagen nochmal herbeisuchen zu müssen. Deshalb ist es ganz gut, wenn du sowas hast, such dir eine Versicherungsgesellschaft und die dazugehörige Krankenkasse dazu, um es dir im Leistungsfall ein bisschen einfacher zu machen. Bei der Krankenversicherung gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung einige Lücken, die du über private Zusatzkrankenversicherung abschließen kannst. Die wichtigste nach meinem Dafürhalten ist ein sogenanntes Krankentagegeld. Im Sozialgesetzbuch, Haushaltsbegleitgesetz, ist geregelt, dass du, wenn du länger wie 6 Wochen krank bist, vom Arbeitgeber kein Gehalt mehr gezahlt bekommst. Dann springt deine Krankenkasse ein und zahlt dir ein sogenanntes Krankengeld. Dieses Krankengeld sind circa 65% deines letzten Nettoeinkommens. Genau wird so berechnet, dass man 70% vom Bruttoeinkommen nimmt und 90% vom Nettoeinkommen. Dann werden diese beiden Zahlen, die da rauskommen, verglichen und die geringere Zahl wird zugrunde gelegt. Davon werden dann die Sozialversicherungsbeiträge, Krankenrenten, Arbeitslosenpflegeversicherung abgezogen und was dann da unten rauskommt, ist dein Krankengeld, was du erhältst. Und das sind so circa 65% des letzten Nettoeinkommens. So, wenn du jetzt auf einmal 30% weniger Einkommen hast, dann kann es passieren, dass du unter Umständen deinen Finanzierungsplan ein bisschen ins Wacken gerät. Machst du ein Krankentagegeld dazu in der Höhe von 30-35% des letzten Nettoeinkommens, dann bist du da safe und hast dein volles Einkommen weiter. Sollte daraus eine Berufsunfähigkeit entstehen, hast du bis zur Berufsunfähigkeit weiterhin 100% deines Gehaltes gedeckt und kannst deine Ausgaben weiterhin bedienen.
Das zum Thema Krankenversicherung war jetzt ein bisschen ausführlicher. Die anderen Versicherungen werden nicht alle so ausführlich, aber das war jetzt mal wichtig, dass man das mal schon mal angesprochen hat. Die nächste Versicherung, da brauche ich noch nicht auf meinen Zettel gucken, die weiß ich auch auswendig, ist die private Haftpflichtversicherung. Die private Haftpflichtversicherung ist ein finanzielles Grundnahrungsmittel. Da gibt es nichts zu diskutieren. Jeder erwachsene Mensch sollte eine Privathaftpflichtversicherung haben. Die Privathaftpflichtversicherung, wofür ist sie eigentlich da? Die ist dafür da, wenn du einer anderen Person einen Personenschaden, einen Sachschaden oder einen Vermögensschaden zufügst, da bist du verpflichtet, laut bürgerlichem Gesetzbuch, dem anderen den Schaden zu 100% zu ersetzen. So, wenn du jetzt das iPhone kaputt machst oder einen Blumentopf umwirfst, ja, mein Gott, tragisch, aber das wird dich finanziell nicht ruinieren, kannst du aus eigener Tasche bezahlen. Wenn du aber jetzt einer Person einen Personenschaden zufügst oder du als Fußgänger einen Verkehrsunfall verursachst mit bleibenden Folgeschäden für die geschädigten Personen, dann bist du ruckzuck viel ruiniert, weil es dann nicht um 3, 4, 5, 600 oder 1000 Euro geht, da geht es dann vielleicht um 30, 40.000 oder mehrere 100.000 Euro bis in Millionenhöhe. Und das kann keiner oder die können die wenigsten aus eigener Tasche bezahlen. Deshalb ist es immer wichtig, dass jeder eine private Haftpflichtversicherung hat. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den auch sehr viele Menschen nicht wissen. Jetzt wissen wir, die private Haftpflichtversicherung ist dafür da, wenn du einem anderen den Schaden zufügst. Aber in Deutschland hat leider Gottes nur jeder dritte Haushalt eine private Haftpflichtversicherung. Und jetzt stell dir doch mal vor, jetzt fügt dir einer einen Schaden zu und der ist der eine, der keine private Haftpflichtversicherung hat. Und du hast einen Schaden von, was weiß ich, 30, 40.000 oder 100.000 Euro. Was machst du denn dann? Dann hast du ein Riesenproblem. Dann bleibst du auf dem Schaden sitzen. Du kannst dir zwar einen Titel gegen den anderen erwirken, sobald der irgendwann zu Geld kommt, musst du das ja nicht bezahlen, aber in diesem Augenblick jetzt Pech gehabt. Und dann kann man in der privaten Haftpflichtversicherung einen Passus, der nennt sich Forderungsausfalldeckung, einschließen. Dieser Passus ist sowas von genial, weil er sichert dir zu, wenn der andere keine Haftpflichtversicherung hat und auch kein Geld hat, dass deine eigene Haftpflichtversicherung einspringt und dir den Schaden ersetzt. Das heißt, wenn du eine private Haftpflichtversicherung mit Forderungsausfalldeckung abschließt, dann sicherst du nicht nur deine Existenz, sondern auch die Existenz der anderen ab. Also du sicherst zwei Existenzen ab, nennt sich Verantwortung. Deshalb gibt es für mich nichts zu diskutieren. Jeder, der erwachsen ist, braucht eine private Haftpflichtversicherung. Bist du Kind? Bist du beitragsfrei in der elterlichen Privathaftpflicht mitversichert, sofern die Eltern einen Familientarif haben? Es gibt in der Privathaftpflicht drei Tarifarten, den Single-Tarif, den Tarif Paare ohne Kinder und den Familientarif. Sobald ein Kind dabei ist, egal ob zu zweit erziehend oder alleinerziehend, verheiratet oder nicht verheiratet, sobald ein Kind dabei ist, kommt der Familientarif zum Tragen. Dritte Versicherung, ihr ahnt es schon, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder haben, der nicht so viel Geld hat, um seine Ausgaben, die er aktuell hat, 1500, 2000 Euro, bis zum Rentenalter aus eigenen Mitteln zu finanzieren, ohne dabei noch seine Rente anzugreifen. Hast du also so viel Kohle auf dem Konto, dass du das ganz locker bezahlen kannst, dann brauchst du keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Rechne dir aus, du hast Ausgaben von 2000 Euro, bist 30 Jahre alt, brauchst schon mal 24.000 Euro im Jahr, mal 37 Jahre, dann weißt du, was du für ein Kapital besitzen musst. Das haben aber die wenigsten. Deshalb, Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der die angesprochenen Punkte nicht abdecken kann. Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung sicherst du deine Ausgaben ab. Sobald du nicht mehr in der Lage bist, ein Einkommen zu erzielen aufgrund von Krankheit, Unfall, Kräfteverfall oder Verletzung, erhältst du aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung eine monatliche Rente. Und wenn du es richtig gemacht hast, in Höhe deiner aktuellen Ausgaben und wenn du es nochmal richtig gemacht hast, bis zum Regelrenteneintrittsalter. Ganz wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der keine finanziellen Mittel hat, um seine Ausgaben aus Barmitteln bis zum Rentenalter zu bezahlen, sobald ein Einkommen wegfällt. Ganz, ganz wichtig.
Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder haben. Wenn du genau wissen willst, was du bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu beachten hast, dann hier oben habe ich nochmal mein Berufsunfähigkeitskompendium verlinkt. Besteht aus 7 Videos, da ist alles genau erklärt, wie es mit Klauseln erklärt, wie es mit Besteuerung ist. Alles komplett erklärt. Und wenn du das dir angeschaut hast, dann hast du schon mal einen Grundstock und bist fürs Beratungsgespräch, was du auf jeden Fall tun solltest, vorbereitet. So, jetzt muss ich einen Blick auf meinen Zettel werfen. Kommen wir zur Kfz-Versicherung. Kfz-Versicherung unterteilt sich in Kfz-Haftpflichtversicherung und in die Kaskoversicherung. Die Kaskoversicherung sichert ab, wenn du einen Unfall verursachst und dein eigenes Kfz beschädigt ist. Die Kaskoversicherung, Teil- und Vollkasko, sichert die Schäden an deinem eigenen Fahrzeug ab. Das ist eine Kann-Versicherung, keine Pflichtversicherung. Es gibt noch die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist für jeden, der ein Kfz führt und am Straßenverkehr teilnimmt, eine Pflichtversicherung. Die musst du haben. Ohne eine Kfz-Haftpflichtversicherung darfst du am Straßenverkehr nicht teilnehmen. Und die sollte jeder, muss jeder haben, sobald du Moped, Motorrad, Bus, Campingwagen, Auto fährst, brauchst du eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Ist das Auto dementsprechend wertvoll? Also hier, du hast doch keine finanziellen Mittel, um, wenn du das Ding selber an die Wand fährst, dir ein neues zu kaufen oder die Schäden zu bezahlen, dann denke über eine Kaskoversicherung nach, eine Vollkaskoversicherung, weil die deckt nämlich dementsprechend die Schäden ab, wenn dein Auto hinüber ist. So, nächster Punkt, was steht auf meiner Liste? Hausbesitzer sind angesprochen. Hast du Wohneigentum? Dann brauchst du eine sogenannte Wohngebäudeversicherung. Eine Wohngebäudeversicherung sichert dein Haus ab. Wenn dein Haus durch Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus oder Elementargefahren, wie Überschwemmung zum Beispiel, zu Schaden kommt, teilweise oder ganz, dann springt deine Wohngebäudeversicherung ein und ersetzt den Schaden. Die wenigsten Menschen werden in der Lage sein, einen Totalverlust des Hauses aus Barmitteln bezahlen zu können. Die meisten Häuser sind finanziert. Und wenn du eine Finanzierung machst, wird die Bank in der Regel auch verlangen, dass du einen Nachweis erbringst, dass du überhaupt eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen hast. Es ist keine Pflichtversicherung, ganz wichtig, aber jeder, der ein Haus hat, wird in der Regel sich, wenn er selber drin wohnt, maximal 1 oder 2 Häuser in seinem Leben anschaffen. Und es ist extremst tragisch, wenn du durch irgendeinen Brand oder eine Überschwemmung dein Haus völlig ruiniert ist und deine ganze Lebensplanung hinüber ist, weil das Objekt weg ist, weil du musst ja dann weiter in Miete wohnen, hast da noch Kosten und das Haus ist völlig hinüber. Ja? Also Wohngebäudeversicherung für alle Hausbesitzer, ganz, ganz wichtig. Die nächste ist die sogenannte Risikolebensversicherung. Was ist eine Risikolebensversicherung? Das ist eine Risikoabsicherung auf den Todesfall. Wenn du, ich sage es immer gern salopp, von deinem Recht auf Ableben Gebrauch machst und Hinterbliebene da sind, die auf dein Einkommen aktuell angewiesen sind, dann solltest du die Hinterbliebenen mit einer Risikolebensversicherung absichern. Beispiel junge Familie oder Familien grundsätzlich mit Kindern. Es gibt in der Regel in der Familie immer logisch die Kinder, dann gibt es den Hauptverdiener, egal ob es Mann oder Frau ist, und es gibt einen, der ein bisschen weniger verdient, der vielleicht für die Kindererziehung da ist, etc. Und dann haben wir das Problem, wenn der Hauptverdiener sterben sollte, dann hat derjenige, der vielleicht für die Kindererziehung da ist, dann hat er zwar die Möglichkeit, selber arbeiten zu gehen. Okay, aber wer erzieht die Kinder? Wer passt auf die Kinder auf, wenn es da keine Möglichkeiten gibt? Ja? Wenn dann aber aus einer Risikolebensversicherung eine einmalige Summe kommt, 200.000, 300.000 Euro, dann kann ich für meine Kinder die Erziehung weiter gewährleisten, kann unter Umständen, wenn es gerade noch junge Familien sind, kleine Kinder, so lange zu Hause bleiben und aus der Auszahlung Summe der Risikolebensversicherung die Erziehung der Kinder gewährleisten. Wie legst du jetzt fest, wie hoch muss denn die Versicherungssumme in so einer Risikolebensversicherung sein? Erstmal individuell, es kommt darauf an. Am besten nimmst du dir erstmal einen Haushaltsplan. Guckst, wie hoch sind deine aktuellen monatlichen Ausgaben. Was braucht ihr jeden Monat als junge Familie, um Kindererziehung, Ausgaben zu decken, Konsum zu decken und so weiter. Dann guckst du an, wie alt sind deine Kinder. Wie lange werden sie denn in der Regel brauchen, bis sie ein eigenes Einkommen erzielen. Das ist schon mal die Laufzeit der Risikolebensversicherung. Sobald die Kinder ein eigenes Einkommen erzielen, ist die Risikolebensversicherung für den Fall der Familie nicht mehr notwendig.
So, dann hast du jetzt die monatlichen Ausgaben, die nimmst du mal 12, mal die Jahre, bis die Kinder eigenes Einkommen erzielen und dann hast du eine Versicherungssumme. Das ist in dem Fall relativ einfach. Du musst dir im Vorfeld die Mühe machen und einfach einen Einnahmen-Ausgabenplan machen, um zu gucken, wie hoch die Kosten sind. Das sollte man ja grundsätzlich machen bei Berufsunfähigkeit und grundsätzlich, um zu sparen, um Rücklagen zu bilden, Einnahmen-Ausgabenrechnung ist immer ratsam. Hast du jetzt die Risikolebensversicherung abgeschlossen, weil du eine Baufinanzierung hast, weil du dein Wohneigentum finanzierst, ist es auch relativ einfach. Du machst einfach deine Risikolebensversicherungssumme so hoch, wie die Schulden sind. Und dann kannst du bei der Risikolebensversicherung im Falle einer Baufinanzierung zwischen verschiedenen Tarifen wählen. Du kannst eine Versicherungssumme wählen, die konstant gleich bleibt, bis die Baufinanzierung fertig ist. Also die Versicherungssumme wird immer gleich bleiben, hast du dann am Schluss nur noch 10.000 Euro Schulden, hast aber 250.000 versichert, dann kommen 250.000 Euro raus, 10.000 kriegt die Bank und die anderen 240.000 sind für dich. Dann gibt es Tarife mit einer fallenden Todesfallsumme. Die kann man sogar so ausrechnen, dass sie immer sich anhand der Schulden des Darlehens orientiert und mit der abfallenden Restschuld des Darlehens auch die Versicherungssumme der Risikolebensversicherung fällt. Es gibt da zwei Tarife. Einmal fällt sie erst nach 5 Jahren ab und einmal fällt sie halt sofort ab. Kommt immer darauf an, wie hoch du die Tilgung in deiner Risikolebensversicherung hast. Ein wichtiger Punkt zur Risikolebensversicherung muss ich auf jeden Fall noch ansprechen. Und zwar, das ist der der ärztlichen Untersuchung. Je nach Gesellschaft musst du ab einer gewissen Versicherungssumme zum Arzt gehen und dich komplett durchchecken lassen. Und hier solltest du einen kleinen Insider-Tipp anwenden. Im Vorfeld erkundigen, ab welcher Versicherungssumme die ärztliche Untersuchung angedacht ist. Und dann machst du erstmal eine Versicherungssumme, eine Risikolebensversicherung bis zu der Versicherungssumme, wo du noch keine ärztliche Untersuchung machen musst. Ich will dir das begründen. Du denkst, du bist total gern gesund, hast alles, stehst mit Saft und Kraft im Leben, alles gut, gehst zum Arzt und der Arzt stellt irgendwas Tragisches fest, was zum einen für dich und deine Familie schon mal total bescheiden ist und tragisch ist, aber was dann vielleicht zur Folge hat, dass du gar keine Risikolebensversicherung mehr bekommst. Und wenn du jetzt aber schon mal eine machst, wo du keine ärztliche Untersuchung machen musst, dann hast du schon mal zum Beispiel 200.000, ist bei vielen Versicherungen so eine Schaltgrenze, hast du schon mal die 200.000 sicher. Und wenn du dann für die Summe darüber hinaus zum Arzt gehst und machst dann eine weitere Risikolebensversicherung und dann kommt halt was raus, was es dir dann nicht möglich macht, eine abzusichern, dann hast du zumindest die 200.000. Im anderen Fall hättest du gar nichts. Deshalb immer im Vorfeld prüfen, ab welcher Summe muss eine ärztliche Untersuchung erfolgen und dann machst du eine bis zu der Summe und die zweite dann darüber hinaus. Das zur Risikolebensversicherung. Zwei haben wir noch. Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherung rangiert nach meinem Dafürhalten nicht an oberste Priorität der Versicherung. Es wird sehr gern gestritten in Deutschland, unbestritten. Und da viele Menschen eine Rechtsschutzversicherung haben, ist es relativ leicht, auch da mal vor Gericht zu gehen, weil wenn ich wer verliere, übernimmt er die Rechtsschutzversicherung. Die Kosten für den Rechtsstreit. Hier muss jeder für sich selber individuell entscheiden, wie wichtig ist einem eine Rechtsschutzversicherung. Hast du noch keine Berufsunfähigkeit und keine Haftpflicht, dann machst du die zuerst. Und wenn du dann sagst, okay, es sind noch finanzielle Möglichkeiten, Spielraum ist noch da, dann kannst du eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Was du in der Rechtsschutzversicherung wissen solltest, ich habe ja gerade angesprochen, dass die immer der Verlierer, die wenn ich verliere, übernimmt die Rechtsschutzversicherung die Kosten. Wenn ich keine habe und ich gewinne den Streit, muss der Verlierer den Rechtsstreit bezahlen, meine Kosten und seine Kosten. Es gibt eine Ausnahme, und zwar im Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht ist es so geregelt, dass jede Partei ihre eigenen Kosten übernimmt, unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits. Hintergrund ist auch ganz einfach erklärt, man will den Arbeitnehmer schützen. Stell dir vor, du arbeitest bei einer riesengroßen Firma und die kommt dann beim Rechtsstreit, du verklagst die und die kommen dann mit 5 oder 6 Staranwälten an, die einen Stundensatz von 250 Euro haben. Und dann kriegst du vielleicht ganz schnell kalte Füße und denkst, oh, wow, nee, da ziehe ich lieber zurück. Um das zu vermeiden, ist im Vorfeld geregelt, dass jede Partei ihre eigenen Kosten bezahlt. Hast du deine Rechtsschutzversicherung, ist es egal, ob du gewinnst oder verlierst, die Rechtsschutzversicherung wird deine Kosten übernehmen. Das zur Rechtsschutzversicherung, einen Punkt habe ich noch. Viele Rechtsschutzversicherungen haben einen sogenannten Schadenfreiheitsrabatt eingebaut. Das hat folgenden Hintergrund. Du kannst vereinbaren eine Selbstbeteiligung, dass du 150, 300 Euro pro Rechtsstreit erstmal selber bezahlst, dafür ist der Beitrag ein bisschen geringer.
Für jedes Jahr, dass du keinen Rechtsstreit, indem du keinen Rechtsstreit bei der Versicherung geltend machst, fällt dann dieser Schadenfreiheitsrabatt oder diese Selbstbeteiligung um einen gewissen Prozentsatz, in der Regel sind es so 25 oder 50 Euro, und nach einem gewissen Anzahl von Jahren ist dann die Selbstbeteiligung bei null. Guck, wenn du dir eine Rechtsschutzversicherung holst, dass du vielleicht einen Tarif findest, der so einen Schadenfreiheitsrabatt mit eingebaut hat. So, die letzte Versicherung, die wir heute ansprechen werden, ist die Hausratversicherung. Hausratversicherung funktioniert ähnlich wie die Wohngebäudeversicherung. Aber es ist nicht dein Haus versichert, sondern das, was im Haus drinsteht. Man kann es ganz salopp erklären, was ist Hausrat, was nicht ganz korrekt ist, aber ich mache da gleich noch ein paar Einschränkungen. Nimm dein Haus, mach das Dach ab, dreh es rum, alles was rausfällt, das ist der Hausrat. Jetzt werden sich die Sachversicherungsprofis unter euch, wenn ihr einen Kollegen zuguckt, die Haare raufen, weil es nicht ganz korrekt ist. Es gibt gewisse Einrichtungsgegenstände, die zum Haus gehören, zur Wohngebäudeversicherung. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel der Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist nicht Hausrat, gehört zur Wohngebäudeversicherung. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, aber einfach mal so ganz grob zu erklären, was du dir da Hausrat vorstellen kannst. Also alle Möbel, Bargeld, Lebensmittel, der Fernseher, wenn ein Handy drin ist, alles was da in der Wohnung sich befindet, wenn es zum Beispiel abbrennt oder Überschwemmung kommt oder eingebrochen wird, gehört zum Hausrat. Und jetzt sind wir auch schon, gegen was ist der Hausrat versichert? Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus und Elementargefahren. Elementargefahren kannst du versichern, musst du nicht versichern. Gleiches gilt auch für die Wohngebäudeversicherung. Elementargefahren sind sowas wie Überschwemmung, wie Lawinen, wie Erdrutsche, wie Vulkanausbrüche. So, jetzt haben wir 9 Versicherungen erklärt, wie sie funktionieren, für wen sie relevant sind und was du bedenken solltest. Bist du der Meinung, dass irgendeine Versicherung hier noch angesprochen werden sollte, die ich jetzt nicht angesprochen habe? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Und wenn es vielleicht noch mehrere dazu kommen, wo ihr der Meinung seid, hey, das muss auf jeden Fall angesprochen werden, die gehören damit dazu, dann mache ich gerne noch mal ein weiteres Video dazu, das dann an dieses Video anschließt. Wenn du täglich aktuelles Finanz- und Versicherungswissen dir reinziehen möchtest, dann kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Da gibt es jeden Tag um 15 Uhr wichtigen Versicherungsmehrwert-Content, in dem ich irgendein Thema, eine Strategie zum Thema Versicherung, Finanzen, Geldanlagen, Finanzierung anspreche, erkläre, um es auf Verbrauchersprache herunterzusprechen, herunterzubrechen, dass du als Endverbraucher das verstehst und dich nicht durch Klauseln und Paragraphen wälzen musst. Das kann ich dir versprechen, kannst du auf Instagram jeden Tag erfahren. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Wie immer, am Ende des Videos, bleib bitte gesund, lass dir es gut gehen und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.